Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute, was im Januar alles bei mir eingezogen ist. Und wenn ich mir die Stapel so angucke, kann ich sagen, ich habe meine Neujahresvorsätze direkt verkackt. Denn es sind mehr als 12 Bücher bei mir eingezogen. Ich glaube, es sind 18 oder 19. Und woran liegt's? Ich habe einfach den Überblick verloren und irgendwann war es mir auch egal. Es sind ein paar Vorbestellungen früher eingetroffen, als ich erwartet habe. Dann habe ich ein paar Rezi-Exemplare angefragt und ein bisschen was bei Tauschticket, wobei sich das relativ in Grenzen gehalten hat. Das ging noch einigermaßen. Aber ich habe verdammt viel gekauft. Ich hatte einfach Bock, Bücher zu kaufen. Und vielleicht wollte ich einfach ein paar Glückshormone freikicken lassen. So. Ja, es nützt nichts. Ich stehe dazu. Ich hatte es wirklich vor, es einzuhalten. Aber na gut. Rom wurde allerdings auch nicht an einem Tag erbaut und deswegen probiere ich das Ganze einfach jetzt im Februar nochmal. Und ja, hoffe, dass es im Laufe des Jahres einfach besser wird und ich nicht wieder 300 Neuzugänge habe, so wie letztes Jahr. Gut, ja. Fangen wir doch einfach mal an. Wir können loslegen mit den Büchern, die ich selbst gekauft habe. Als erstes ist der vierte Teil einer Reihe bei mir eingezogen, die ich noch nicht mal angefangen habe. Also wir fangen mit den besten Voraussetzungen an. Und zwar von Maya Hughes. Ich kann ihren Namen immer noch nicht aussprechen. Hughes, Hughes, keine Ahnung. The Rules We Break. Hier geht es um LJ und Marissa. Die sind seit Jahren beste Freunde und verschweigen sich aber, dass eigentlich von beiden Seiten Gefühle da sind. Also keiner platzt damit raus. Da kommt auch irgendwie noch dazu, dass Marissas Vater sein Footballtrainer ist. Und wenn LJ nach dem College Profi werden will, dann ist er halt auf den guten Willen seines Trainers angewiesen. Und deswegen geht das alles nicht, weil der Vater ist halt nicht so begeistert davon, dass die beiden irgendwie zusammen, ne? Dann verliert Marissa allerdings ihre Wohnung und LJ kann natürlich gar nicht anders, als sie bei sich einziehen zu lassen. Ja. Und was dann passiert, das können wir uns alle denken, ne? Ja, es ist strategisch natürlich total dumm, den vierten Teil einer Reihe zu kaufen, obwohl man die Reihe noch nicht gelesen hat. Ich habe von der Autorin noch gar nichts gelesen. Aber irgendwie habe ich bei den Büchern so ein richtig gutes Gefühl. Ich mache das ja eigentlich nicht mehr, direkt die ganze Reihe einziehen zu lassen. Aber ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, ich packe die auf mein Projekt rein beenden und dann suchte ich diese Reihe auch einfach im Laufe des Jahres weg. Und dann ist sie hokuspokus verschwunden. Dann habe ich mir ein Buch gekauft. Das hatte ich jetzt ultra lang auf meiner Wunschliste. Dann habe ich das bei Tauschticket ertauscht und es kam nie. Also da hat sich der Tauschanbieter irgendwie als Betrüger rausgestellt. Der hatte irgendwie 0 Sterne-Bewertungen. Und dann war ich irgendwie so angenervt, dass ich mir das Buch halt dann selber gekauft habe. Und zwar Fat, Du und Ich und so viel mehr von Al Ocracy. Es ist ein Buch mit Aufregepotenzial. Es geht hier um Lina. Sie kommt nach den Sommerferien zurück an die Schule und ist ein neuer Mensch, zumindest äußerlich. Und sie beschließt sich, für die früheren Demütigungen zu rächen. Doch das ist gar nicht so einfach. Also ich nehme mal stark an, dass Lina früher übergewichtig gewesen ist und jetzt wahrscheinlich während den Sommerferien abgenommen hat und jetzt ihre Mobber irgendwie zur Strecke bringen will. Irgendwie kommt mir die Story ultra bekannt vor. Ich weiß nicht, woran mich das erinnert. Kann es mir bitte einer sagen? An irgendeinen Film oder irgendeine andere Bücherstory? Ich weiß es nicht. Gerade das mit diesem, sie sieht optisch jetzt komplett anders aus und ich komme nicht drauf. Es gibt, ich bin der Meinung, es gibt irgendeinen Film aus den 90ern oder frühen 2000ern oder so. Ja. Ich glaube einfach, also erstmal, es ist eine Wattpad-Story, die jetzt bei Piper rausgekommen ist letztes Jahr. Ich glaube, ich muss nicht allzu viel erwarten. Und ich glaube einfach, wie hier mit dem Thema Übergewicht umgegangen wird, wird wahrscheinlich wieder so ein richtiger Aufreger für mich sein. Also ich lasse mich einfach überraschen. Ich möchte das nicht zu lange auf meinem Sub versauern lassen, sondern es möglichst zügig lesen, einfach um zu wissen, ob ich mich jetzt aufrege oder nicht. Ich habe von der Autorin tatsächlich noch ein anderes Buch, das mich von der Story her eigentlich auch mehr anspricht. Aber immer wenn es um übergewichtige Personen in Büchern geht, muss ich das lesen, weil das immer so Heulbücher sind. So, ich bin dick, niemand kann mich lieben. So, oh, da raste ich ja regelmäßig aus, aber ich muss es trotzdem immer lesen, ne?
Habt ihr auch so ein Thema, wo ihr eigentlich immer wisst, ihr regt euch total drüber auf, aber ihr müsst einfach jeden Film und jedes Buch damit konsumieren? Also, ja, gebt mir da gerne mal Bescheid. Also bei mir, ich meine, ich bin ja selber nicht dünn, ne? Und ich glaube, ich gehe da halt schon anders um als viele andere, aber mich regt das dann immer so auf, wenn die da so rumheulen. Dann habe ich mir geholt Peace of Sunday von Lisa Gibbs. Das hatte ich schon in meinen Neuerscheinungen irgendwann mal drinne und ich musste einfach zuschlagen. Obwohl ich glaube, ich sogar noch was von Lisa Gibbs auf dem Sub habe. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe noch ein E-Book von der. Aber ich musste das einfach haben. Denn es geht hier um Maddox, einen Wrestler. Und der ist inzwischen ziemlich hart und abgeklärt vom Ruhm. Und er glaubt, niemanden zu brauchen. Und er hat halt so ein Bad Boy-Image. Allerdings, dieses Bad Boy-Image zieht er auch außerhalb des Rings durch. Und er bucht sich dann eine Escort-Dame, nämlich Sunday. Und zwischen Sunday und ihm ist gleich so ein Prickeln. Allerdings ist sie auch irgendwie so ein bisschen eifersüchtig, denn er bucht auch noch andere Escorts. Und das ist sie nicht gewöhnt. Sie ist es gewöhnt, die einzige für einen Mann zu sein. Ja, und irgendwie treffen die sich dann immer öfter und die Anziehungskraft, die zwischen den beiden ist, ja, die wird halt zu großer Leidenschaft. Und ja, es ist wohl mehr als der Agenturvertrag eigentlich vorsieht, dann zwischen denen. Ja, ich lese gerne Geschichten über Callgirls und Wrestler. Hatte ich, glaube ich, noch nie. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Wrestling-Story. Ich habe schon Serien mit Wrestlern oder und MMA-Fightern und all sowas geguckt. Aber, obwohl so MMA-Fighter gibt es öfter in Büchern, aber Wrestler glaube ich nicht. Also, ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Dann ist ein süßer Frauenroman bei mir eingezogen, nämlich Du bist mein Lieblingsgefühl von Kira Groh. Es geht um Max, der ist ein Romantiker, und um Nele, die ist es nicht. Die beiden treffen sich ausgerechnet in einem Brautmodengeschäft und dort trägt Nela ein Hochzeitskleid. Max hilft da gerade einer Frau mit einer Corsage und ja, bei den beiden schlägt unwiderruflich der Blitz ein. Aber die denken ja, dass sie jemand anderen heiraten werden. Und irgendwie laufen die beiden sich dann trotzdem immer wieder über den Weg und da werden alle guten Vorsätze auf die Probe gestellt. Möge die Hochzeitssaison beginnen. Ja, also wahrscheinlich wird keiner von beiden überhaupt heiraten wollen. Die sind da wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen und denken dann halt, dass sie heiraten wollen. Und anstatt einfach mal drüber zu reden oder so, ich bin sehr gespannt, das klingt irgendwie süß. Hier ist auch eine Postkarte dabei von einem Plattenladen. Die Butze. Oh, ist aber cool. Vielleicht spielt das in Deutschland? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Von Max und Nela? Doch, könnte sein. Würde ich mich freuen, wenn das in Deutschland spielt. Fände ich irgendwie cool. Ja, dann ein Buch, das ihr vielleicht schon in meinem Want to Read gesehen habt und für das ich mich auch schäme, nämlich Reserve vom Prinz Harry. Das möchte ich unbedingt diesen Monat noch lesen. Das ist ja seine Autobiografie. Wie alt ist der Mann eigentlich? Er muss ja ungefähr so in meinem Alter sein. So 37, 36, 38, irgendwie sowas muss der sein. Ja, und er erzählt hier, wie schlimm es war, als Reserveprinz aufzuwachsen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Also er wird wahrscheinlich sehr viel erzählen über den Tod seiner Mutter, wie die Presse das ausgeschlachtet hat, wie sein Vater damit umgegangen ist, wie er seine Frau kennengelernt hat und wie schlimm es alles für ihn war. Ich habe unter meinem Want-to-Read-Video schon die besten Kommentare gehabt, so, ach, Tanja, der Harry, er erzählt halt so Dinge. Ihr müsst euch die Kommentare zum Harry durchlesen. Es soll feinster Trash sein. Und ganz ehrlich, was anderes erwarte ich auch nicht. Ich bin fast ein bisschen schockiert von mir selbst, dass ich dafür fast 30 Euro ausgegeben habe. Also 26 Euro. Und es sind keine Bilder drin, soweit ich sehe. Ich bin echt enttäuscht. Aber wenigstens hat es ein Lesebändchen. Naja, immerhin. Ich bin super gespannt, was der Harry zu erzählen hat. Ich erwarte nichts. Ich erwarte nichts, außer vielleicht ein bisschen Gossip. Mal gucken. Vielleicht heult er auch nur rum. Mir soll es recht sein. Und dann ist der dritte Teil der Sturmtrilogie von Anja Omar bei mir eingezogen. Gewitterleuchten. Und ich habe den zweiten Band noch nicht gelesen. Ich denke mal, dass die Personen da wahrscheinlich schon angeteasert wurden. Deswegen habe ich jetzt nicht so eine richtige Ahnung, worum es hier geht. Anscheinend um Leo. Sie steht
Aarons Vater bei, nachdem der im Krankenhaus liegt, weil er einen Unfall hatte. Die beiden müssen irgendwie miteinander aufgewachsen sein, denn es ist auch Leos Ziehvater. Also irgendwie muss die da wohl gelebt haben. Und Aaron stößt Leo seit ihrer gemeinsamen Kindheit immer wieder von sich. Und Aaron ist ausgerechnet jetzt nett zu ihr, wo Leos Herz vor Sorge um ihren Ziehvater schon Risse hat. Denn wenn Aaron wieder einmal in sein übliches Verhalten zurückfällt, könnte es ihr endgültig das Herz brechen. Das heißt, er ist wohl sonst eher so ein Arsch zu ihr. Und jetzt auf einmal ist er nett und die beiden fühlen sich zueinander hingezogen, aber irgendwie auch nicht. Und ja, klingt irgendwie ganz gut. Das wird dann irgendwann gelesen. Wie gesagt, ich muss erst mal den zweiten Band lesen. Aber weil es den jetzt halt signiert gab und ich glaube, die anderen Bände auch alle signiert habe, habe ich mir. Oh, das ist wieder. Das hat ja einen Farbschnitt, das Buch, und das klebt richtig zusammen. Also, das war. Ich glaube, den ersten Band, den hatte ich auch so richtig. Da hatte ich jede einzelne Seite vorher aufgeschlagen, damit ich das überhaupt richtig lesen konnte. Ja. Hört ihr das? Irgendwie, ich weiß nicht. Das habe ich bei anderen Büchern mit Farbschnitt so nicht. Das ist irgendwie unangenehm. Dann habe ich im Januar ein Buch von Brittany C. Sherry gelesen und habe dann beschlossen, ah, Tanja, du hast der Frau jetzt immer so ein bisschen Unrecht getan, hast immer gemeint, die ist so kitschig und, aber eigentlich fühlst du dich von der ganz gut unterhalten und deswegen habe ich dann gedacht, ich stocke meine Sammlung von ihren Büchern. Ich habe ja schon einige, die noch ungelesen sind, ne, hier so. Ich stocke die Sammlung noch ein bisschen auf und habe mir den dritten Teil von der Kompassreihe geholt, nämlich Über die dunkelste See. Und hier geht es um, hier geht es um Stella. Die hat ein kleines Problem, denn ihr Vater ist verstorben und hat in seinem Testament verfügt, dass Stella das Erbe nur bekommt, wenn sie Damien Blackstone heiratet. Und wir reden hier nicht von ein paar Tausendern, sondern von Millionen. Die beiden sollen dann irgendwie 6 Monate zusammenleben und ja, dann kriegen sie ihr Erbe. Und Damien ist eiskalt und von einer Dunkelheit umgeben, die jedes Sonnenlicht verschlingt. Oh, wir haben hier also so einen abgehärteten Mega-Bad Boy. Wahrscheinlich ist es so ein Womanizer, so ein Aufreißer, der keine Gefühle zulassen kann. Und dann ist ihm irgendwas ganz Schreckliches passiert. Ich frage mich nur, wie der da irgendwie mit drinne sitzt, weil der kriegt dann nämlich auch Geld, wenn er heiratet. Und ja, er verzehrt sich aber nach Stellas Leichtigkeit. Und sie weiß, ihn zu heiraten könnte vielleicht der Anfang von etwas Wunderschönem sein. Okay. Ich bin sehr gespannt. Klingt jetzt, also es ist jetzt nicht so die Story, die mich eigentlich ansprechen würde, weil es halt um viel Kohle geht und ich weiß nicht, das ist mir irgendwie alles nicht so wichtig und ich finde das immer so ein bisschen protzig und deswegen ist das alles nicht so mein Ding. Aber ich weiß, dass der Schreibstil mich auf jeden Fall gut unterhalten wird und vielleicht wird die Kohle ja gar nicht so krass in den Vordergrund gesetzt. Ja, ich möchte auf jeden Fall im Laufe des Jahres die Bücher, die ich von ihr hier habe, da irgendwo hier ist noch eins. Also ich habe jetzt 6 oder 7 Bücher auf dem Sub von ihr. Möchte ich die alle mal durchlesen, ja. Weil ich glaube, die unterhalten mich ganz gut. Und dann habe ich mir geholt Twisted Dreams von Anna Huang. Hier geht es um Ava und der beste Freund ihres Bruders, nämlich Alex Volkov. Der sieht aus wie die Sünde und ist heiß. Er ist heiß wie die Sünde und ist kalt wie Eis. Und zieht irgendwie ins Nachbarhaus ein. Und er ist ein millionenschwerer Multimillionär. Ihr wisst Bescheid. Heißer, reicher Typ zieht ins Nachbarhaus ein. Die beiden haben dann irgendwie Gefühle füreinander, doch er hat eine dunkle Vergangenheit, der er nicht entfliehen kann und die eine Liebe zwischen den beiden unmöglich macht. Ich hatte das in meinen Neuerscheinungen drin, hatte es dann auf der Wunschliste und dachte dann aber doch so, Tanja, ich glaube, das brauchst du nicht lesen. Dann hat Friederike von Bookframpire allerdings in ihrer Insta-Story erzählt, dass sie das Buch abgebrochen hat, weil es toxisch, gewaltverherrlichend, und also also sie fand es ganz schrecklich. Und da habe ich gedacht, toxisch? Toxische Beziehung? Tanja, bist du voll dabei? Ich lese das einfach gerne. Ich finde das super unterhaltsam. Ob man das jetzt in seinem wahren Leben braucht, lasse ich mal dahingestellt, ja. Aber in Büchern finde ich das einfach super interessant. Und
Da habe ich mir gedacht, so, es ist bestimmt total drüber, es ist bestimmt total fernab der Realität, ich muss das lesen. Und übergriffig war es, glaube ich, auch noch. Da habe ich gedacht, okay, ich muss das lesen, das ist bestimmt unterhaltsam. Und im Zweifelsfall kann ich halt voll drüber abmeckern, ne? Und dann braucht das jetzt doch. Dann habe ich ein Buch bei Lovely Books gewonnen. Es ist also im Prinzip ein Rezensionsexemplar. Und zwar Because It's True, 1000 Momente und ein einziges Versprechen von Kira Moon und Kelly Moran. Also hier sind zwei Geschichten drin, eine von Kelly Moran und eine von Kira Moon. Und das Grundszenario ist wohl, dass eine Lifestyle-Bloggerin die Three Things Challenge ins Leben gerufen hat. Drei Dinge soll man da benennen. Eine Wahrheit, eine Lüge und irgendwas dazwischen. Nämlich etwas, von dem man wünscht, es wäre wahr oder gelogen. Und ja, die Geschichten behandeln dann diese Challenge, nehme ich mal stark an. Davon kommt auch noch ein zweiter Band raus von anderen Autoren. Ich glaube von Anya Omar. Ja, von Anya Omar und Nicola Hotel. Das muss ich dann wahrscheinlich nicht lesen. Aber weil ich Kira Moon eigentlich ganz okay finde. Ich habe zwar viel auszusetzen an ihren Stories, aber es ist okay. Habe ich gedacht, mach da mal mit bei dem Gewinnspiel und hatte Glück. Dann kommen wir zu den Büchern, die ich über Tauschticket habe einziehen lassen. Und das erste ist von Anne Sanders, Das Glück auf Gleis 7. Oder heißt sie Anne Sanders? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das eine deutsche Autorin ist. Steht das hinten drin? Lebt in München, also ist es wohl Anne Sanders. Ja, hier geht es um Emma. Die nimmt jeden Morgen den Zug um 5:18 Uhr von Brighton nach London. Sie liebt das Pendeln und sie denkt dabei halt auch viel nach, zum Beispiel über ihren Freund. Mit dem ist sie seit Jahren glücklich und es läuft eigentlich auch ganz gut. Allerdings hat er sie betrogen und sie hat ihm das auch verziehen, aber in letzter Zeit glaubt sie, dass da doch noch irgendwas ist. Und dann haben wir auch noch Jamie. Dem geht das Pendeln auf die Nerven, eben weil er da so viel nachdenken kann. Und er hat einen Job im Verlag seines Vaters. Der hat lange darauf gewartet, dass Jamie in dessen Fußstapfen tritt. Allerdings machen ihm diese Erwartungen höllische Angst. Ja, jeden Morgen um 5:18 Uhr treffen Emma und Jamie aufeinander und anfangs ist da nur so ein höfliches Geplänkel zwischen den beiden. Allerdings werden daraus immer mehr ernste Gespräche und die beiden stellen fest, dass sie vielleicht viel mehr füreinander sein könnten als nur eine Zufallsbekanntschaft. Auch ich finde, das klingt total süß und ich bin sehr gespannt. Also, es ist jetzt kein Buch, das ich sofort lesen muss, aber irgendwann auf jeden Fall. Also, da habe ich schon Lust drauf zu erfahren, was die so bereden und wie das dann so ist. Dann habe ich spontan ein Buch getauscht. Ich habe es gesehen. Ich fand das Cover irgendwie super hässlich, aber der Klappentext, es hat mich trotzdem dazu gebracht, drauf zu klicken und mir den Klappentext durchzulesen. Und irgendwie, es klingt total abgefahren. Und zwar ist das von Marcy Dermanski wirklich nett. Und Rachel Klein wollte eigentlich nicht ihren Professor für kreatives Schreiben küssen. Aber mit seinen langen Wimpern, dem seidigen Haar und dem traurig schönen Leben, das er auf Twitter offenbart, tut sie es doch. Und der Kuss ist wirklich nett. Sahid Azam hatte nie vor, Dauergast in dem weitläufigen Haus einer seiner Studentinnen zu werden. Aber mit dem funkelnden Swimmingpool, dem unerschöpflichen Vorrat an Bio-Erdbeeren und Rachels schöner Mutter tut er es doch. Und das Leben dort ist wirklich nett. Becca Klein hätte nie gedacht, dass sie sich so schnell nach ihrer Scheidung auf eine Liebesbeziehung einlassen könnte. Aber als der Professor ihrer Tochter in ihr Haus kommt und einen aprikosenfarbenen Pudel namens Princess mitbringt, tut sie es doch. Und die Affäre ist eine sehr schlechte Idee. Ich finde, das klingt voll abgefahren. So, okay, die küsst ihn und es ist wirklich nett. Also, tut mir leid, aber wirklich nett. Das klingt so, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, das wissen wir alle, ne? Und er macht's auch nur so, ja, weil es da halt ganz nett ist. Und die Mutter, die bringt dann alles durcheinander. Es klingt nach Chaos. Es klingt lustig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll, aber es klingt irgendwie komplett abgefahren. Ich lese da dann einfach mal rein. Ist auch komplett neu, das Lesebändchen ist sogar noch eingeschlagen. Also die Dame, von der ich das ertauscht habe, hatte das gar nicht gelesen. Oh, mal gucken.
Dann habe ich getauscht Liebe, Zimt und Zucker von Julia Hahnel. Und hier geht es um, wie hieß sie, Marit, glaube ich. Die arbeitet in einem Café. Und ja, Marit. Sie arbeitet in einem Café und findet dort einen USB-Stick, einen gravierten, exklusiven USB-Stick. Sie guckt dann, was da für Daten drauf sind und findet den Besitzer. Das ist Julian und der ist sehr charmant und ja, mit dem schreibt sie sich dann so ein paar E-Mails hin und her, eigentlich nur um diesen USB-Stick zurückzugeben. Aber aus diesen E-Mails wird dann wohl irgendwie mehr. Aber kann diese Anziehung zwischen den beiden auch außerhalb von E-Mails bestehen? Ich bin sehr gespannt. An dieser Stelle könnt ihr mir gerne mal verraten, habt ihr mal irgendjemanden im Internet kennengelernt und euch dann vielleicht verliebt? Oder wart komplett enttäuscht oder irgendwie war das vielleicht so ein Catfish oder ja, vielleicht könnt ihr mir dabei erzählen, ich habe alles durch. Also ich habe sehr viele Leute im Internet kennengelernt. Ich kann mich aber auch an Situationen erinnern, wo ich dachte nach dem Schreiben, oh wow, die Person ist so cool. Und dann war die komplett anders als im Internet und das war schon sehr desillusionierend. Ja, und dann habe ich mir noch ein Buch getauscht. Das wurde von Amazon vor einigen Jahren mal richtig krass gepusht. Ist halt auch aus dem Hause Amazon direkt. Und das klang so trashig, dass ich es einfach holen musste. Und zwar Geliebter Feind von Montana C. Drake. Es geht hier um Samantha O'Neill. Ihr Leben gerät als aus den Fugen, als sie in der Notaufnahme ihre Schicht hat als Ärztin und auf einmal tauchen fünf schwer bewaffnete Araber dort auf und zwingen sie einem Verletzten Hilfe zu gewährleisten. Und die nehmen dann Samantha einfach als Geisel und verschleppen sie in den Jemen. Einzig und allein der geheimnisvolle Abdul, der ebenfalls zu den Entführern zählt, und zu dem sie sich magisch hingezogen fühlt, ja, Stockholm-Syndrom, steht ihr bei. Die Regierung schickt dann ein SEAL-Team, um die Geisel zu befreien, und dann soll Samantha sterben. Aber Abdul verhilft ihr zur Flucht und verschwindet kurz danach spurlos. Als die Terroristen einen weiteren Anschlag planen und an Samantha Rache nehmen wollen, ist Abdul erneut ihre einzige Hoffnung. Doch ist eine Zukunft mit einem Terroristen überhaupt möglich? Wahrscheinlich wird er so ein V-Mann sein oder irgendwie sowas, weil wie sie sonst aus der Nummer rauskommen will, die Autorin, weiß ich ja nicht. Es klingt super trashig. Das klingt wie so ein Film, der irgendwo auf Tele 5 laufen würde, mit ganz viel Geballer und schlechten Special Effects. Ich hab Lust drauf. Und dann sind noch ein paar Rezensionsexemplare bei mir eingezogen, unter anderem von Lise Spitt, Ich bin nicht da. Hier geht es um Leo. Sie ist seit 10 Jahren mit Simon zusammen und er ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben und viele andere sind da auch nicht. Eines Nachts kommt Simon wie ausgewechselt nach Hause, völlig überdreht, mit neuen Tätowierungen, neuen Freunden, neuen Zukunftsplänen. Er schläft immer weniger und wird zunehmend paranoid. Eine manische Episode hat ihn voll im Griff. Als Leo begreift, wozu Simon jetzt fähig ist, ist alles vielleicht zu spät. Zu lange hat Leo alles für ihn aufs Spiel gesetzt. Nun bleiben ihr genau 11 Minuten, um eine Tragödie zu verhindern, die nicht nur ihr Leben für immer verändern würde. Ich bin super gespannt. Ich habe auch das andere Buch der Autorin da, und es schmilzt. Allerdings hat mich das vom Klappentext nicht so krass angesprochen wie das jetzt hier. Also ich bin super gespannt. Gerade das mit dieser bipolaren Störung. Spricht mich super an. Ich bin halt sehr gespannt, wie das Buch aufgebaut wird, ob es sich immer wieder an diesen 11 Minuten, die dafür irgendeine Entscheidung noch bleiben, so entlanghangelt und dann viel mit Rückblenden arbeitet oder ja, wie das gemacht ist. Ich habe mir sagen lassen, der Schreibstil von der Autorin soll sehr markant sein. Ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall ein dicker Schinken. Hat, obwohl es gar nicht so dick, 560 Seiten, es geht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich erwarte irgendwie noch gar nichts und lass mich einfach überraschen. Und dann ist noch so ein dicker Schinken bei mir eingezogen, nämlich The Sharks von Bret Easton Ellis. Ich mag den Autor total gerne. Ich mochte sein Debüt Unter Null super gern. Und wer das gelesen hat, der weiß, das ist nur so ein 180 Seiten Büchlein. Und The Sharks hat einfach über 700 Seiten. Wer den Autor nicht kennt, der hat auch American Psycho geschrieben und der hat einen sehr
markanten, wilden Stil irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich auf 700 Seiten packe. Ich glaube, ich werde ein bisschen länger für das Buch brauchen, wobei ich auch schon gesehen habe, es gibt es auch als Hörbuch. Also ich weiß auch nicht wirklich, worum es hier geht. Denn tatsächlich habe ich nur diesen Mini-Klappentext, der hier hinten drauf steht, gelesen. Und ja, The Shards ist eine faszinierende Mischung aus Fakten und Fiktion, aus Realität und Fantasie, die auf brillante Weise das emotionale Gefüge von Brads Leben als 17-Jähriger auslotet. Sex und Eifersucht, Besessenheit und mörderische Wut. Fesselnd, raffiniert, spannend, eindringlich und oft düster komisch. The Shards, ein unnachahmliches Meisterwerk. Das sind große Worte und ich hoffe, ich kriege auch ein unnachahmliches Meisterwerk. Wie gesagt, es ist irgendwie eine fiktionale Biografie oder so halb und halb. Also irgendwie, ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich einfach drauf ein und dann in meinem Lesemonat, wenn ich das bespreche, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Februar lesen, sondern eher im März. Aber dann werdet ihr auch mehr über das Buch erfahren. Dann ist bei mir auch als Rezi-Exemplar eingezogen von Holly Bourne Orte, an denen ich geweint habe wegen dir. Ja, es geht hier um Emily und um Reese. Die beiden waren sehr verliebt ineinander, aber Emily beginnt langsam zu verstehen, dass echte Liebe nicht so wehtun sollte. Reese hat sie wohl sehr, sehr oft zum Weinen gebracht. Mehr weiß ich über das Buch nicht. Ich habe hier nur diesen Mini-Klappentext gelesen. Den hier drin habe ich nicht gelesen. Das Buch werde ich auf jeden Fall jetzt im Februar noch lesen und werde dann in meinem Lesemonat auch mehr dazu erzählen. Aber ich will mich nicht irgendwie spoilern. Also bin sehr gespannt. Ich habe schon ein paar Rezis gesehen. Ich habe die nicht gelesen, aber halt mir die Sternebewertungen angeguckt und das kommt wohl bei den Leuten sehr gut weg. Und ich habe auch richtig Bock drauf. Holly Bourne schreibt einfach sehr echt. Echt und aufwühlend. Das mag ich. Dann kam kürzlich das neue Buch von Sarah Alderson raus, nämlich Endlich allein. Sie schreibt, glaube ich, gar keine Jugendthriller mehr, sondern jetzt wirklich nur noch für Erwachsene. Ich mochte ihre Jugendthriller immer sehr gerne. Ich habe bisher erst einen von diesen Erwachsenen-Thrillern gelesen und das war leider ein Flop. Aber ich probiere es gerne nochmal. Und es geht hier um Laura und ihren frisch gebackenen Ehemann Liam. Die verbringen die Flitterwochen auf einer kleinen Insel vor der Küste Schottlands. Das ist so eine ganz einsame kleine Insel. Da steht nur so ein kleines Cottage drauf. Allerdings erfahren sie kurz nach ihrer Ankunft, dass die Insel eine düstere Vergangenheit hat. Und irgendwie werden die beiden das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet werden. Eines Tages entdecken sie dann eine verstörende Botschaft, die in eine Fensterscheibe des Ferienhauses geritzt wurde. Und ihnen wird klar, sie sind nicht allein auf der Insel. Ich habe keine Ahnung, was für eine Richtung das gehen wird, ob das so eine Hetzjagd wird oder so. Stalker-mäßig oder wer das dann sein könnte, ob das irgendwie ein fremder Killer ist oder irgendjemand aus der Vergangenheit von den beiden. Ich lasse mich da einfach überraschen. Es ist jetzt auch nicht so dick, 350 Seiten. Das kann man so an einem Sonntagnachmittag mal bestimmt wegsuchten, weil ich mag, wie Sarah Elderson schreibt. Die hat einen sehr spannenden, einnehmenden Stil. Und auch als Rezi-Exemplar ist das neue Buch von Ellie Hazelwood bei mir eingezogen, Die Unannehmlichkeiten von Liebe. Und ja, hier geht's einfach, oh, das sind drei Kurzgeschichten und die handeln von Wissenschaftlerinnen, von Naturwissenschaftlerinnen, nämlich Mara, Sadie und Hannah, die es gewohnt sind, sich in der männlichen Domäne zu behaupten. Und sie wissen, in der Wissenschaft, wie in der Liebe, sind es die Gegensätze, die die heftigsten Reaktionen hervorrufen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so drei sehr entzückende Enemies to Lovers Stories sein werden. Und hier kann man übrigens gut sehen, das ist ja auch mit Farbschnitt und hier flutscht das im Gegensatz zum Gewitterleuchtenbuch, wo das so geklebt hat alles. Also hat der KISS Verlag vielleicht den falschen Anbieter zum Drucken gewählt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, und das letzte Buch, das als Rezi-Exemplar bei mir eingezogen ist, das habe ich auch nur durch einen Newsletter entdeckt und es klang irgendwie super spannend. Nämlich Baby Jane von Sophie Oksanen. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen. Es ist auch kein dickes Buch und ich weiß auch eigentlich großartig nichts. Es geht um eine lesbische Dreiecksbeziehung, von deren himmelhochjauchzendem Beginn bis zum tragischen Ende. Also es ist eine lesbische, wohl toxische Beziehung. Ja, der Roman ist ein scharf beobachtetes Porträt einer toxischen Beziehung in Anlehnung an Robert Elricks Film Was geschah wirklich mit Baby Jane?
Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach drauf ein und gucke dann, was die gute Frau mir hier über diese lesbische Dreiecksbeziehung so erzählt. Und dann erzähle ich euch auch mehr. Das waren die Bücher, die im Januar alle bei mir eingezogen sind. Ja, es waren viele. Ich versuche mich im Januar zu bessern. Ich weiß auch gar nicht, wohin ich die jetzt alle räumen soll, weil meine Regale sind ja voll, was ja eigentlich der Hauptgrund dafür ist, dass ich nicht mehr so viel bei mir einziehen lassen wollte. Im Zweifelsfall muss ich schneller lesen. Das hat im Januar auch wieder gut geklappt. Also von daher hoffe ich, dass es jetzt im Februar genauso weitergeht, weil wer viel liest, darf auch viel kaufen. Ganz einfach. Ja, gut. Mehr habe ich dann heute nicht zu erzählen. Vielleicht kennt ihr ja schon eins der Bücher und könnt ihr mir schreiben, wie es euch gefallen hat. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüss!